In de stad van Schijnen hoeven ze bij de kopen. Dat is overhaald voor Wolhoeze. Die zorgen dat ze helemaal nu wat bereid zijn. Met Zenka. Als we naar Rennen niks maken. Team, wat de bruik hier aan. Dan is vrijwillig de bruikje. Om in de paar, paar minuten. Dus de bruikje dan. Zeer goede zaak. Verwacht ook eens voor Kind. Ja, wir machen etwas für die Kinder und das ist sicher eine gute Sache. Ich brauche keine Motoren. Das Wetter ist voll. Ja, und darum bin ich eigentlich da und mache das Freude und Spass. Danke, Mendel. Wenn du vielleicht schon selbst Zeit darüber gehst. Ja, aus der 2. Das ist einfach der Runde, Karin. Wir haben eine Zeit von 2:13:92. 2 Minuten 13:92. Ja, und jetzt mit Nummer 24. Angela! Ist der Christoph von Engelberg. Unterwegs. Ist schon durch. Da kommt der Daniel Greif hier ins Rennen. Wir warten auf ihn, bis er oben zum Wald kommt. Da sehen wir jetzt der Paddy und sein Auto wieder vom Zielweg unten gerade aufgestoßen. Halber Trainer, wir sind da im Stadtteam oben. Wir sind das Rennauto von Daniel Bräuchli. In ein paar Minuten. Um 13:30 werden wir wieder auf die Piste gehen. Da wollen wir noch schauen, die Vorbereitung von Daniel Bräuchli. Also, das ist Daniel Bräuchli. Er hockt vor seinem Rennauto. Es sind ein paar Minuten bisher, dass er in 4. Stunde 20 Minuten auch an den Start muss. Die nächsten Aufnahmen werden dann vom Rennen versöhnt. Das ist von einem Fahrzeug, dass man etwas sieht, dass er die ersten 3-4 Tore sind vom Ganzen. Das ist zwar nicht Patrick Bräuchli, einfach ein anderer Fahrer, aber das spielt keine Rolle. Und dann wird mal gesehen, wie das Ganze so vor sich geht. D und K zu einer Kategorie zusammengelegt. Jawohl! Der Schützling bei unserem Rennleiter. Also dem, was gelingt, die Zeit vom Rennleiter zu unterbieten. Und zwar ist das eine Zeit unter Minuten, ich glaube 58:01. Dem, was das gelingt, die 58:01 Zeit zu unterbieten, der kann bei mir Getränke anfassen. Der Stocker André hat im ersten Lauf eine Zeit von 1:06:57. Jetzt ist er in der Zeit von 1:05:01. Mit Nummer 29 unterwegs ist der Bräuchli Patrick von Sorsi. Er fährt für die EDK, Partner für die Weltunterhalt. Training hat eine Zeit von 1:09:31. Das ist auch Bräuchli, sein Vater, das ist eben auch die Firma, die EBK oben. Das ist der Bräuchli-Patrick von Sorsi. Er fährt für die EBK, Patrick. Komm, Paddy, komm, lauf, 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 lauf.
Jetzt kommt er aber besser. Schön um die Decke rum, jawohl. Schön ziehen lassen. Hopp, 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 hopp. Fadi, also wie hast du den zweiten Lauf gefunden? Gut. So wie der zufrieden war? Ja. Hat er etwas gebracht? Ja. Ist motiviert gewesen? Nein. Nicht? Also von der Zeit her habe ich gefunden, mal, du hast es super gemacht, du hast dir das Herzen genommen, was wir dir im ersten Lauf gesagt haben, rumfahren, laufen lassen und alles zusammen. Und ich glaube, es ist gut rausgekommen. Und wenn man die Zeit anschaut, hast du fast 11 Sekunden besser gemacht als im ersten Lauf, oder? Und das war bereits in meinen Augen ein gutes Ziel gewesen. Und wir hoffen, dass jetzt auch in Zukunft bei den nächsten Rennen noch etwas rausholen, gell? Also, wir wünschen dir in Zukunft weiterhin toi toi toi. Und vielleicht sind wir im nächsten Rennen auch wieder dabei. Also, das Fernsehteam vom DBK wird sich jetzt verabschieden und ich wünsche noch einen schönen Abend.
Das ist der Kühlschrank von der Schaffner, Schaffi. Ja, ja. Und der Andi gleich, hä? Nein, nein, nein. Oh, so einer umgerührt. Das läuft immer, weißt du? Ja, macht er was. Das sind sie vorne. Weiß nicht, wie du. Aber wer hat dort gar nicht umgerührt, hä? Und die dritte Runde ist nicht durch. Ich sag ja, ich weiß nicht. Nervös. Wer ist das? Paddy. Gut. Gut. Laufen an. Ja. Gut. Hallo. Ah. Ja, wo sind wir da? Das ist gut. Ah, super. Es kommt 30. Der ist ein Punkt hinter dem Paddy. Hallo, das ist der Schmalen. Jawohl, mit dem Schmalen. Let's go, guys!
gehen wegen ihm. Er ist zwei. Nein, drei. Mal schauen. Regenobwille Trittplatz in Niederberg 6, in Steinsberg 7. Rang und in Rothhütt 6. Rang. Also recht simpel. Und eben können Sie natürlich volle Schuss oben runter, da ist das Zielgelände hier. Das heisst also abbremsen, aber eben nicht zu fest abbremsen. Das ist immer, Sie stehen einfach voll auf Bremsen, dann gibt es einen Zwirbel. Aber eben das ist ja das Gespür, das Sie noch rüberkommen müssen, wie viel das so ein Auto mit der Bremse, dass eben nicht zu fest, aber auch nicht zu wenig bremsen. Das ist sehr wichtig, damit man das Gespür rüberkommt. Mit dem ganzen Zweck unter einem Weg ist also bereits schon Kategorie M1. Er hat da zwei 8. Plätze, der zweite und der 5. Platz vielleicht. Schaut, dass es der rechte Marat ist. So, damit es nicht gerade einen Ansturm gibt, wenn alle drinnen sind, sollen das Tier dann gehen, gelassen. Und können nachher, wenn sie gegessen haben, wieder gemütlich die Segeli ausstoßen, damit wir nachher pünktlich zum erste eigentliche Lauf dann können starten nach dem Vergessen. Der Müller Raphael von Wina. Er fährt für Huber Haushaltsapparate. Der kommt auch schon bereits ins Ziel. Jawohl, die Zeiten sind ja immer ohne Gewehr, weil es gibt ja bekanntlich pro Torfälle gibt es ja 5 Sekunden Zuschlag. Zwar nur eine Pylone zu dem angezeichneten Viereck rausgerührt wird. Also wenn es sich nur ein bisschen Luft und wieder zurückgeht, dann ist nichts passiert, dann gibt es keinen Fehlzuschlag, also keine 5 Sekunden Zuschlag, sondern nur wenn es zu dem Viereck ausgerüstet die Pylone, dann gibt es den Zuschlag. Mit dem 28 unterwegs ist der Stocker antritt, der Ursi. Er fährt für Rebro Pinato AG in Sursee. Das wäre sicher eine schöne, ja, schöne Wurzelgeschäft. Und er hat eine Zeit von 1,16,14. Also Paddy, wenn du mir 1,16 machst, bist du gut drinnen. Gell? Im Steinsberg 6. und im Rotkreuz 2. Also im Prinzip, so ein dritter Rang wäre ich vielleicht auch nicht schlecht, denn da sind wir ein Freundchen, die wohl gehauen haben. Also weißt du kurz? Mit 25 unterwegs ist der Bräuchi Patrick von Sursi. Er fährt für DWK Partner für die Bräuchi Ultra. Gut, super ist er gefahren. Super, er ist unter 1,16, glaubst du? Wie viele kommen von dieser Kategorie? 2. Ja. Die steckt ein paar hundert Minuten, aber das ist sensationell, was man zwar fast nicht kann vorstellen. So die 1-0 ist natürlich sehr gut. Hast du den Aussteller jetzt für den Paddy, gell? Mit dem Kreis unterwegs ist der Dustin von unter dem Ziel. Er fährt für AEG Haushaltsapparate. War auch nicht schlecht. Wir sind da sehr gut bedient da mit den Haushaltsapparaten. Friedrich Firma. Schnell, ja. Sehr gut. Mit dem Nummer 31 unterwegs ist der Frey Raphael von Schütz. Er fährt für die Neuenburgerversicherung. Er ist ja gut, oder? Ich würde sicher da unseren Präsidenten immer mit dem Daumen drücken. Er ist schneller gekommen. Ja, ja, hat die schneller gekommen. Er war schon ziemlich konstant in Kessel, wenn wir das noch eine Medaille machen. Du bist da, hä? Ja, du bist super Zeit, hä? Bist
mit einer Zeit von 13.54. Also Paddy, komm, zeig mir, was hast. Ein super Zeit, und ich höre da noch drei Leute, die applaudieren. Der Sponsor hat auf den richtigen Mann gesetzt, auf den Stocker André. Er hat jetzt vom All zum All immer Fortschritt gemacht und sein Sponsor ist ja der Repro Pinato AG von Sursee. Den Namen hat er sicher schon ein paar Mal gehört heute. Das ist ja die Firma von Brandlein. Mit Nummer 29 unterwegs ist der Bräuchli Patrick von Sursee. Er fährt für DWK, Partner für die Gebäudeunterwand. Und er hat eine sehr gute Trainingszeit gefahren am Morgen mit 1.09.70 und er ist das Ziel durchgeführt mit 1.10.33. 1.10.33. Super! Schnell, also auf zwei Laufleitsch zu schnell fahrt, ist das eine Medaille drin. Ausser eben, wie gesagt, die Zeit unten ist immer ohne Gewehr. Wir wissen nicht, was oben gelaufen ist. Also wenn man so eine Pylone umfahrt, dann gibt das 5 Sekunden Zuschlag. Etwa 20 Jahre ist er Motocross gefahren. Ich möchte ihn daher fragen, was er allgemein von dem Rennsport, von dem Super heißt für Kinder, was er davon hält. Aber so für Leute, die sonst allgemein lieber eben Rennsport haben, die sich interessiert und Tierhaftet und macht, findest du das dann trotzdem spannend? 30 Sekunden genau, und von dir her glaube ich nur, dass das eine Spannung ist. Wenn man vielleicht ein bisschen schneller ist, wie der Kollege, der vor einem gefahren ist, oder? Doch. Ich glaube, das ist schon spannend, ja. Eben, es geht ja da doch auch ums Mitmachen, dass man überhaupt dabei ist. Und eben, wie du sagst, die Spannung zwischen der 46 und der Reise Ziel ist auch Nummer 26 da. Hofer Christian von Meckingen. Er hat die erste Laufzeit von 1.16.7 und im zweiten Lauf von 1.12.99. Und mit Nummer 27 unterwegs ist der Müller Raffin. Er kommt von Vila, er war für Uber, Haushalt, Apparat. Wir sind in einer Zeit von 1.14.80. 1.14.80. Und er kommt da bereits ins Ziel. Ja, vor allem, wenn wir nachher hier bei der Sektionsmeisterschaft, da weiss jetzt wirklich noch niemand, wie weit vorne das er ist. Weil eben, du kommst auch über die Hütte gefahren, mit dem Schleichresultat, wo man noch eben hat, natürlich.